Und die zwei, glaube ich, wollen sich ganz standesgemäß mit guten Ratschlägen, vielen Tipps verabschieden und unser neues Prinzenpaar begrüßen. Wer spricht als erstes? Der Niklas darf als erstes sprechen. Das haben wir im Fasching nicht so oft gehabt. Ja, liebe Närrinnen und Narren, liebes Prinzenpaar, nun ist also die Zeit gekommen, wo Niklas der Erste von den Juraauen und Julia die Erste vom Schweizer Hof sich von der Regentschaft verabschieden und zurück ins bürgerliche Leben kehren. Wir haben hier in München eine wundervolle Faschingssaison erlebt, ehrwürdige Empfänge, lustige Begebenheiten und nun kehren wir zurück ins bürgerliche Leben und verabschieden uns von dem Münchner Fasching. Als jüngstes Münchner Prinzenpaar konnten wir ohne Ausfälle, Ausrutscher, skandalfrei und mit voller kräftiger Stimme den Aschermittwoch erreichen. Gemeinsam. Denn Fasching verbindet. Ja, liebe Astrid und lieber Manuel, jetzt liegt es an euch, gemeinsam durch den Münchner Fasching zu gehen. Sie können sich kaum trennen. Bravo. Ehekirchen. Ich sag nur Ehekirchen. Verhaft. Und nach links. So, liebe Astrid und lieber Manuel, ab sofort könnt ihr eure Handys wegschmeißen. Denn die Prinzessin weiß ab sofort immer, wo sich der Prinz aufhält. Und umgekehrt. Und weil ja ihr so nett seid und wir natürlich auch so nett sind, können wir euch jetzt nicht einfach so in das kalte Wasser werfen. Somit bekommt ihr von uns alten Hasen einen Schnellkurs mit 7 Dingen, die ein Münchner Prinzenpaar unbedingt können muss. Seid ihr gerüstet? Na dann geht's los. Also erstens, ganz wichtig, ich habe gerade vorhin schon ein bisschen was gehört, natürlich der Nahala Schlachtruf. Ganz wichtig. Er muss mit und ohne Mikrofon kilometerweit zu hören sein. Ich mache euch das jetzt einmal vor. Also, das haben wir ja gerade schon probiert. Ich rufe Narr und das ganze Publikum ruft Haller. Ein dreifach donnerndes Narr! Haller! Narr! Haller! Narr! Haller! Ja, das klappt ja schon ganz gut. Und jetzt probiert es ihr beide mal zusammen. Ihr dürft auch noch das Mikrofon nehmen. Liebe Julian, wir werden es dir immer danken. Aber jetzt machen wir es auch ohne. Wir beweisen es euch jetzt. Ganz ein dreifaches Na! Na! Haller! Na! Haller! Na! Haller! Oh! Ja. Also ist auf jeden Fall ausbaufähig. Man hört es bestimmt schon bis zum Schrannenparkhaus vor. Ja, die zweite wichtige Eigenschaft, die ein Münchner Prinzenpaar können muss, ist natürlich das Tanzen. Und dabei sind besonders wichtig die Hebungen. Wir beginnen mal mit der leichtesten Hebung, das ist der Fisch. Wir beginnen mit der leichtesten Hebung, das ist der Fisch. Wir machen euch das mal kurz vor. Ihr könnt, wir zeigen es euch ganz kurz. Leider nicht. Wir haben das schon kurz. Gelernt bei Angelika Ebel. Unser Garde-General. Ja, wir hätten noch nichts gesehen. Das gehen wir mit dem Ding nicht machen. Das kann der Manuel mit seinem Ding nicht machen, hat er gesagt. Du super, aber nicht gleich auch am ersten Tag. Lass das mal, lieber das üben wir noch. Alles klar. Also, das ist... Ja, genau. Den habt ihr schon ganz gut gemacht. Das ist eine gute Basis, da könnt ihr drauf halten. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Der Lump. Ja, Mensch.
Wir haben ganz Fasching lang. Er schummelt schon. Also, auf der Basis eures Walzers übt ihr noch ein bisschen den Fisch und dann kriegt ihr das ganz gut auf, über die Bühne. Ja, der Prinz fängt schon langsam zum Schummeln an. So, der nächste Punkt. Drittens, das Lachen. Und zwar bis zu die Ohrwascheln auf. Dazu jeden Tag 10 Minuten üben. Als erstes die Mundwinkel lockern und die Ohrläpple massieren. Ihr könnt gleich alle mal mitmachen mit unserem Prinzenpaar. Also, Mundwinkel lockern und Ohrläpple massieren. Einwandfrei. Und wenn man das monatelang übt, jeden Tag, dann sieht das Ganze so aus. Gut. Lieber Astrid, lieber Manuel, jetzt ihr einmal probieren. Mal. Wahnsinn. Mein Niklas, schau mal das an. Das sind ja reine Naturtalente. Das ist ja der Wahnsinn. Also, da gibt es ja fast keine Steigerung mehr. Also. Da sind wir die Ohren im Weg. Als viertes, ganz wichtig, ihr werdet zahlenmäßig die häufigsten Begegnungen mit Krapfen haben. Ja, und dabei ist besonders wichtig, dass man den Krapfen vornehm, sauber und ohne Marmelade rausdrücken isst. Und dazu machen wir jetzt einen kleinen Crash-Test. Wir haben euch zwei Krapfen mitgebracht. Und da uns Krapfen nach wie vor unglaublich gut schmecken, essen wir aus Solidarität natürlich einen mit. Versuchen wir es einfach mal, oder? Bravo! Bravo! Und lachen dabei. Lachen! Komplett rein, kommt's! Also ich bin fertig. Leg den hoch. Also, du bist hier fertig. Mach weiter. Punkt 5. Ja, Punkt 5. Ja, das schmeckt super. Nochmal herzlichen Dank an den Spender. Zum Tanzen muss ich natürlich sagen, die Hebefiguren, die seht ihr alle nächsten Freitag im Bayerischen Hof. Da haben wir die Gala. Karten sind nur noch bedingt zu bekommen. Ich hoffe, ihr habt schon alle eine. Und da sehen wir dann den ersten richtigen Prinzenwalzer mit Hebefiguren und krapfenfrei. Weil Krapfen gibt es bei anderen Faschingsgesellschaften. Wir haben eine hübsche Prinzessin. So, also gut. Ihr seid jetzt bei Punkt 6, oder? Also hier ist Ausgang, da ist rüber und da ist rüber und Notausgang ist da hinten. Ich hab's geschafft. So, der fünfte Punkt. Der fünfte Punkt.